Ich würde euch jetzt gerne, jedenfalls den Geburtstagskindern unter euch, das Ständchen Happy Birthday to You singen. Aber abgesehen davon, dass ich nicht singen kann, lasse ich das auch besser aus rechtlichen Gründen. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Das Ständchen Happy Birthday to You, was regelmäßig auch zu deutschen Geburtstagen gesungen wird, das kennt sicherlich jeder von euch. Erfunden wurde die Melodie im Jahre 1893 von zwei Kindergärtnerinnen. Das hieß ursprünglich Good Morning to You und jetzt habe ich doch gesungen, egal. Erfunden hatten die das, um ihre Kinder zu begrüßen. Das ist dann später umgedichtet worden in Happy Birthday to You. Die Rechte sind dann übertragen worden. Zuletzt hatte Warner Music die gekauft und kräftig abkassiert. Denn die letzte Komponistin ist erst 1946 gestorben. Und die Schutzdauer des Urheberrechts gilt für 70 Jahre. Das bedeutet, dass die Komponistin noch keine 70 Jahre tot ist. Erst im Jahre 1.1.2017, im Jahre 2017, wäre nach deutschem Recht und wohl auch nach amerikanischem Recht dieses Werk gemeinfrei, sodass es jeder mit den Originalnoten und dem Originaltext nutzen kann. Insofern hatte sich Warner gedacht, okay, dann solange kassieren wir doch noch von jedem, der dieses Lied zur öffentlichen Wiedergabe nutzt und eben aufführt. Nee, sagt ein Gericht. Ihr, liebe Warners, habt die gesamte Rechtekette gar nicht ordentlich nachgewiesen, denn das Lied ist verkauft worden von den beiden Damen an einen Herrn. Dieser Herr soll es an Warner verkauft haben, aber dieser erste Verkauf von den Frauen, die es komponiert haben, an den Mann, der ist nicht korrekt nachgewiesen, sagt jetzt das Gericht. Und damit habt ihr gar nicht nachgewiesen, dass ihr die richtigen Rechte habt. Geklagt haben nämlich zwei Dokumentarfilmerinnen. Die haben über die Geschichte dieses Liedes einen Film gemacht und sollten Lizenzgebühren zahlen. Die haben gesagt, nö, hier sind keine Lizenzgebühren zu zahlen. Bei unseren Recherchen ist rausgekommen, dass die Rechte nie komplett korrekt übertragen worden sind und einen gutgläubigen Erwerb von Rechten, den gibt es im deutschen Recht nicht. Wozu führt das Ganze? Das Ganze führt dazu, dass zumindest Warner nach Ansicht dieses Gerichts nie Geld hätte verlangen dürfen. Also alle, die Geld an Warner gezahlt haben, könnten das jetzt für diesen Song wieder zurückverlangen. Allerdings heißt das nicht, dass damit das Lied direkt auch lizenzfrei ist. Vielmehr ist es so, dass irgendjemand anderes jetzt die Rechte hat. Vielleicht die Erben der beiden Kindergärtnerinnen, die es ursprünglich geschrieben haben. Und die könnten dann natürlich herantreten und Geld verlangen. In Deutschland kann übrigens die GEMA immer noch Geld verlangen, und zwar bis Ende 2016. Für die GEMA gilt die sogenannte Welturheberrechtsvermutung. Das bedeutet, bei der GEMA vermutet man, dass die GEMA alle Rechte aller Lieder dieser Erde für Deutschland wahrnehmen kann. Und diese Vermutung steht zunächst mal, solange bis rechtskräftig was anderes festgestellt worden ist. Und dieses Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig entschieden. Und insofern, sofern es zu einer öffentlichen Wiedergabe kommt, die zu Erwerbszwecken dient, müssen auch Gelder gezahlt werden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn ihr Geburtstag habt, Freunde euch das Ständchen singen, ist das keine öffentliche Wiedergabe, die irgendwie zu Erwerbszwecken dient, dann ist diese Wiedergabe gestattet und nach § 52 deutsches Urheberrechtsgesetz auch erlaubt. Also da keine Sorge, auf Privatpartys alles in Ordnung. Bei Fernsehshows sähe die Sachlage hier schon ganz anders aus. Alles ein bisschen verworren. Insofern haben wir einen Link zu einem weiterführenden Text mal unter dieses YouTube-Video gepostet. Wen das interessiert, der kann sich da nochmal schlau machen. Insofern allen Geburtstagskindern von jetzt hier von mir aus herzlichen Glückwunsch. Lasst euch heute, morgen und die nächsten Tage feiern. Aber das Lied, das singe ich euch jetzt besser nicht. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.